Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Heute geht's um das BGH-Urteil vom 18.05. diesen Jahres zum Miesbacher Sparkassenskandal. Das schließt die strafrechtliche Aufarbeitung des ganzen Themas im Wesentlichen ab und es hat die Verurteilung des Landgerichts bestätigt. In diesem Video geht es darum, was war Anlass des Skandals, wie hat die Sparkasse darauf reagiert, wie hat die Staatsanwaltschaft die Themen aufgearbeitet und auch, was Compliance konkret bewirken kann. Das Video zeigt auch, worauf man als Vorstandsstabsleiter einer Sparkasse bei Gifts und Hospitality von Gremienmitgliedern achten sollte und gibt Hinweise für die Praxis. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risiko-Management. Worum ging es beim Miesbacher Sparkassenskandal und wie ist es aufgekommen? Der Höhepunkt war sicherlich der Bericht der Rechtsaufsicht im Innenausschuss des Bayerischen Landtags, in dem der Gesamtschaden auf 4,83 Millionen Euro beziffert wurde. Wie ist es dazu gekommen? Zunächst mal gab es einen unscheinbaren Pressebericht über relativ hohe Verwaltungsratsbezüge im Jahr 2013. Hier ging es um 183.000 Euro. Dann kam im Februar das Thema Geburtstagsfeier für den Verwaltungsratsvorsitzenden, der gleichzeitig Landrat war. 460 Gäste waren ins örtliche Bauernhofmuseum geladen, darunter der damalige Ministerpräsident Seehofer. 7.600 Euro zahlte Kreidel selbst. 77.000 Euro übernahm die Kreissparkasse, deren Aufsichtsratschef Kreidel war. Den Rest, nämlich 33.000 Euro, zahlte das Landratsamt. Auch dessen Chef war Kreidel. Es gab eine massive Presseberichterstattung in der überregionalen Presse. Und das Innenministerium forderte die Rechtsaufsicht, das ist die Regierung von Oberbayern, zur Prüfung auf. Der neue Vorstandsvorsitzende, der in der Zeit das Amt vom scheidenden Vorstandsvorsitzenden übernahm, führte die üblichen Compliance-Untersuchungen durch. Als örtliches Institut, ja, beteiligen wir uns natürlich nicht an einer privaten Feier des Landrates, sondern nutzen das Jubiläum unseres Verwaltungsratsvorsitzenden und laden Kunden und ausgewählte Bürger dieses Landkreises dazu ein. Völlig harmlos. Ein Fest für gute Kunden wie den Landrat. Und das ist, ja, was ist denn das? Diese Begründung des Sparkassenvorstandsvorsitzenden, das ist schon abenteuerlich. Die Sparkasse selbst schaffte die ganzen Sachen relativ zügig ab und auch der Sparkassenverband erließ Rahmenbedingungen, in denen Spenden, Sponsoring und Reisen mit Eckpunkten fixiert wurden. Die juristische Aufarbeitung des Sachverhalts begann erst einmal mit der Summe von 4,83 Millionen Euro, die der Verwaltungsrat vom scheidenden Vorstandsvorsitzenden verlangte. Und zwar auf der Basis des Gutachtens der Rechtsanwaltskanzlei. In diesem Betrag waren vor allen Dingen sehr teure Immobilientransaktionen, zum Beispiel der Kauf einer Schlossbibliothek oder der Kauf einer Alm. Die Sparkasse versuchte natürlich den Schaden dadurch zu mindern, indem diese Immobilien wieder verkauft wurden. Außerdem wurde die D&O-Versicherung in Anspruch genommen, was auch 2 Millionen Euro Schadensersatz für die Sparkasse bedeutete. Als diese Sachen im Wesentlichen abgeschlossen waren, kam es dann zur Frage Strafbarkeit. Und die Staatsanwaltschaft München ging im Anfang von einem Schaden von 1,2 Millionen Euro aus. Angeklagt wurden insgesamt mehrere Personen, darunter auch der neue Vorstandsvorsitzende, weitere Mitglieder des Vorstands und weitere Personen im Verwaltungsrat. Dem neuen
Vorstandsvorsitzenden, wurde zugute gehalten, dass er konsequente Compliance-Maßnahmen eingeführt hat und auch als die Reisen, um die es dann am Schluss ging, anstanden, diese nicht verhindern konnte. Deswegen bekam er auch nur eine Verwarnung mit Bußgeldvorbehalt. Am 8. April 2019 kam es dann eben zu den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Schaden, den die Staatsanwaltschaft dann geltend machte von den verbliebenen Beklagten, waren 300.000 Euro. Bromme wurde zu 18 Monaten, Kreidel zu 11 Monaten Haft verurteilt, jeweils auf Bewährung. Der Bundesgerichtshof bestätigte am Nachmittag die Verurteilungen von Bromme und Kreidel weitgehend. Allerdings verwiesen die Karlsruher Richter das Verfahren in einzelnen Punkten zurück nach München. Insgesamt enthält das BGH-Urteil drei interessante Aussagen. Erstens, zu den Aufgaben einer Kreissparkasse gehört auch die Unterstützung des Landkreises in regionalpolitischen Angelegenheiten. Und aus diesem Grund ist es zulässig, dass die Sparkasse ohne weitere wirtschaftliche Interessen zu verfolgen, Abschlussessen von Landräten in angemessenem Umfang gesponsert hat. Der zweite Punkt betrifft die Geschenke an Vorstand und Verwaltungsrat. Hier gab es eine differenzierte Sichtweise des Landgerichts. Und der BGH hat da aufgehoben und zurückgewiesen und dem Landgericht klar ins Stammbuch geschrieben, Geschenke innerhalb der Leitungsgremien einer Sparkasse, also wenn Vorstand und Verwaltungsrat gemeinsam eine, sag ich mal, üppige Geschenkepraxis einreißen lassen, diese Geschenke dienen niemals und unter keinem Gesichtspunkt den Interessen der Sparkasse. Der dritte Punkt, und der ist sehr, sehr interessant, ist, die Staatsanwaltschaft hatte in den Reisen, Bewirtungen und in den Geschenken Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme gesehen. Und damit sind sie auch in Revision gegangen. Das Landgericht hat das abgelehnt. Und der BGH hat diese Ablehnung bestätigt. Hier wird man die Urteilsbegründung abwarten müssen, um genau zu verstehen, was das bedeutet. Denn in der Tat ist es ja so, dass Landrat Amtsträger ist und normalerweise bei Spenden, Sponsoring und Bewirtungen hier besondere Vorsicht angezeigt ist. Also, was brauchen wir? Wir brauchen entschlossene und konsequent gelebte Compliance-Strukturen und einen offenen Dialog, in dem die Mitarbeiter sich auch trauen, Dinge anzusprechen. Und hier ist es natürlich auch wichtig, dass ein vernünftiges Klima herrscht. Der Vorstandsvorsitzende, der so freigebig gegenüber dem Landrat war, soll menschlich gegenüber den eigenen Mitarbeitern ziemlich unnahbar gewesen sein. Es entstand gewissermaßen ein ungünstiges Klima. Und solch ein Klima kann im Grunde genommen alle Compliance-Strukturen aushebeln. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und schaltet es beim nächsten Mal wieder ein.